Ubuntu im Textmodus. Ich starte ein Terminal, klicke auf Anwendungen, Zubehör, Terminal. Wer es bevorzugt, nach dem Booten im Textmodus zu landen, um dort zu arbeiten, muss bei Ubuntu den GDM, GNOME Display Manager, im aktuellen Run-Level deaktivieren. Der Standard-Run-Level bei Ubuntu ist Run-Level 2. Der aktuelle Run-Level wird angezeigt beim Ausführen der Kommandos Run-Level Enter und WHO -R Enter zum Beispiel. Ich wechsle nun zum Verzeichnis etc rc2, die Run-Level-Nummer, .d mit der Eingabe cd -etc/rc2.d Enter. Lass alle Dateien im Pfad auflisten mit dem Kommando ls -l Enter. Suche den Link zum Dienst GDM. Dies wäre der Link S30GDM. Der Link wird einfach mit dem Befehl sudo rm S30GDM Enter gelöscht. Nach dem Neustart durch den Befehl sudo reboot Enter zum Beispiel erfolgt nun die Arbeit im Textmodus. Der GDM-Dienst kann wieder aktiviert werden, indem der Link wiederhergestellt wird. Und zwar wechselt man wieder ins Verzeichnis etc rc2.d und gibt ein sudo ln -s --init.d/gdm -etc/rc2.d/s30gdm Enter. Danach folgt ein Neustart. Ciao und viel Glück!